Ich leite bei Green City den Bereich nachhaltige Mobilität. Wir machen München umweltgerechter und sozial verträglicher mobil. Lustig wird es bei Green City eigentlich immer nach den Veranstaltungen, wenn alle fertig sind, ihre Geschichten vom Tag haben, jeder hat was Besonderes erlebt. Das macht eigentlich wirklich mit am meisten Spaß, also einfach mal selber mithelfen, dabei sein und dann erleben, wie es hinter den Kulissen zugeht, da ist eigentlich immer Spaß da. Ein toller Erfolg wäre, wenn wir unsere täglichen Ziele so erreichen können, dass wir es zu Fuß oder mit dem Fahrrad machen oder auch mit einem gut ausgebauten öffentlichen Verkehrssystem und so keiner eigentlich mehr ein Auto bräuchte und wenn dann ganz selten sich mal ein Carsharing-Auto nehmen könnte. Ja, ich trinke ja wahnsinnig gerne Bier und gerade in den letzten Jahren kann man leicht internationale Biere kaufen, was ich auch zugegebenermaßen immer wieder mal tue. Besser wäre es natürlich, auf lokale Produkte zurückzugreifen, wo wir auch tolle haben, aber ich mache es nicht immer. Im Alltag kann man sich an seinen täglichen Wegen überlegen, welches Verkehrsmittel man nutzt und da halt möglichst oft einfach zu Fuß gehen, mit dem Rad fahren, öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Aber dann kann man schon ziemlich viel erreichen.